Lol, es passiert einfach. Live-Event in Fortnite. Boom. Der eine ist gedockt worden. Lol. Auch tot. Ihr habt keine Chance, Mann. So, du musst auch drauf gehen. Er ist genockt. Es ist nur noch einer. Was macht er denn da? Und jetzt hat der andere Druck. 120. Oh mein Gott. 1 versus 1 am Ende. Ich habe das Ding noch nie gewonnen. Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Heute nach Jahren des Wartens ist es endlich soweit. The Floor is Lava is back in Fortnite. Genauer gesagt, Midas präsentiert... Kommt das jetzt hier nochmal? Heiße Sohle. Oh mein Gott, Leute. Pünktlich um 15 Uhr ist dieser Modus hier reingekommen. Und ich hoffe einfach, dass der Big Baba Bubu geil werden wird. Ich sehe noch gar keine Vulkane hier. Wann geht's denn los? Es ist so lange her, dass ich einfach The Floor is Lava gespielt habe. Heute hat es ja auch schon ein Content-Update gegeben. Werden wir gleich auch von sprechen. Und es wird sogar einen Midas Cup geben. Aber all das klären wir auf jeden Fall im Verlauf dieses Videos. Ich weiß auch gar nicht so recht. Ist das jetzt ein Modus, den man im Squad spielt oder im Duo? Ich habe einfach direkt Gas gegeben. Aber ich sehe schon relativ viele Leute hier. Kann auch sein, dass das Trio ist. Ich weiß nicht genau, Mann. Ich glaube aber, Solo kann man das Ganze nicht spielen. Oh Gott, was ist das für ein Lootpool hier bitte? Es gibt nur goldene Waffen. Oh mein Gott, stimmt. Es gibt nur goldene Waffen hier. Das wird ja Big Baba Bubu geil werden. Stimmt, dieser Modus ist ja einfach verbunden mit pures Gold, Mann. Holy moly, das macht es ja noch schwieriger. Guck dir das mal bitte an. Direkt zwei geile goldene Waffen hier am Start. Die Heilung ist noch nicht da. Wer bist du denn? Oh, oh. Du musst in die Lobby, mein Freund. Hau rein. Oh, du hast die Wings dabei. Sehr, sehr nice. Und zwar hat es heute einfach pünktlich um 9 Uhr eine Downtime gegeben. Die war um 10.30 Uhr einfach schon vorbei. Nach 1,5 Stunden. Die kürzeste Downtime aller Zeiten. Und ins Spiel sind reingekommen. Unter anderem die Hardest Chains. Mein Video ist anscheinend gerade fertig gerendert. Dazu gibt es die Schildbubbles Junior. Nochmal ein bisschen kleiner reingekommen. Die stehen anscheinend auf diese Junior-Sachen. Ich brauche mal ein bisschen Heilung hier. Und es ist die Drumgun von Midas reingekommen. Ich glaube, die mythische gibt es noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob die jemals reinkommen wird. Um 14 Uhr gerade ist dann auch Midas auf die Karte gekommen. Und zwar die neue Version von ihm. Gott, da hinten sind noch ein paar. Sniperino schmeckt mir sehr gut, Tino. Den könnt ihr jetzt auf der Karte auf jeden Fall bei der Yacht finden. Oh, den haben wir schon mal. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schmackhaft. Check diesen Skin mal ab. Der Tresor ist unten offen. Midas ist aus dem Gefängnis befreit. Oh mein Gott. Achtung, die Lava steigt in 10 Sekunden. Wir müssen uns das angucken. Schnell aufsteigen. Ich will's sehen. Da schießt da irgendeiner auf mich. Geh weg, Mann. Ich will's mit euch zusammen erleben. Lol, es passiert einfach. Live-Event in Fortnite. Boom. Es explodiert hier alles. Ey, wie krank ist das bitte? Wie geil ist das gemacht? Es shakt hier auch alles. Also jetzt geht's hier richtig rund. Für die Leute, die nicht genau wissen, was ist Floor is Lava, relativ einfach. Die Lava wird jetzt auf der Fortnite-Karte gleich immer weiter hochsteigen. Und wir müssen versuchen zu überleben. Problem bei dem Ganzen ist, ich habe gar kein Blue-Schild gerade und auch überhaupt gar keine Heilung. Aber wir haben relativ viel Mats, das ist gut. Oh mein Gott, gibt es hier wieder 1000 Mats? Ey, wir müssen Mythen-Video machen. Da draußen geht's auch schon wieder ab. Das ist ja Big Baba Bubu geil. Lol, er bricht auch noch aus. Okay, ich muss weg, Mann. Wir müssen in höhere Gebiete einfach. Okay, ich bin tot. Wie schnell bin ich gestorben, bitte? Ja, Leute. Erste Runde hätte besser laufen können. Aber wir grinden einfach nochmal rein. Ein Tipp ist übrigens auch ganz oben irgendwo zu landen. Hoch am Berg. Oh Gott, der hat auch schon wieder eine Waffe. Euch auch. Du hast keine. Ich muss trotzdem runter. Die sind 3 versus 1. Es kann echt sein, dass das Trio-Modus ist. Wo zum Geier kriegt man Heilung her? Ja, machen wir Trick 17. Wir gehen kurz noch hier unten. Noch haben wir ein bisschen Zeit. Es sind sogar voll die Chests am Start. Normalerweise nur eine. BG, wichtig und richtig. Ich glaube, viele Leute werden hier einfach gar nicht auf die Heilung kommen, so wie ich eben. Und man sieht schon, dass auch neue Items hier drin sind. Impulsgranaten gibt es normalerweise gar nicht im normalen Battle Royale Modus. Ich hätte eben den Rift einfach benutzen sollen, als ich angeschossen wurde. Also schnell war ich leider nicht. Hier gibt es auch noch irgendwo die Fässer, oder nicht? Die können wir auch noch mitnehmen. Hardest Chains, wie gesagt, jetzt im Spiel drin. Kann ich euch mal kurz zeigen. Gibt zwei Funktionen. Einmal normales Schlagen, zockt 40 ab. Und dann kannst du noch aufladen und jemanden ranziehen. Sind schon ganz cool, die Dinger. Oh Gott, das Ding steigt wieder auf. Würde ich jetzt aber erstmal nicht mitnehmen. Gerade in dem Spielmodus hier auf jeden Fall schon mal nicht. Was haben wir hier noch?
Wir werden sehr viele Mats auf jeden Fall in dieser Runde brauchen, falls wir das diesmal überleben werden. Die Lava steigt wieder. Ladies and Gentlemen, es geht wieder los. Oh mein Gott. Oh, ist schon geil gemacht, oder? Der ganze Bildschirm ist am Shaken hier. Oh, da vorne ist noch einer. Hat er mich gesehen? Nö. Er hat sogar Blue-Schild am Start. Du bist ja ein ganz, ganz wilder hier. Wieso bist du denn alleine? Was ist mit deinen Teammates passiert? Hä? Auch schon alle tot? Also hier bricht halt nicht nur ein Vulkan aus, sondern anscheinend sogar mehrere. Finde ich von der Animation her sehr, sehr wild. Ich will jetzt gleich mal sehen, wie die Lava aufsteigt. Es ist so lange her. Ich habe das damals in Chapter 2 noch gezockt. Und jetzt ist es einfach wieder back on track. Oh mein Gott. Wie wild. Das ist so geil. Ich habe übrigens gerade gesehen, dass dieser Spielmodus schon mehr gezockt wird als null bauen. Überrascht mich jetzt auch nicht so hardcore. Der baut dann ja schon eine Skybase. Okay, wird einer wiederbelebt. Vielleicht können wir noch dazwischen grätschen. Ah, es wird knapp werden. Ich glaube, der holt den, oder? Ah, ist auf der anderen Seite. Okay. Stirb, mein Freund. Oh, oh. Was willst du von mir? Hä? Du landest doch nicht direkt bei dem, der auf dein Mate drauf schießt. Oh, er riftet. Okay. Jetzt wird's eklig werden, mein Freund, falls ich dich noch sehe. Ist er wieder runtergegangen? Ich glaube, der ist wieder runtergegangen. Oh, der Spielmodus war schon unnormal viel laut, ich sag's euch. Endlich mal wieder was Neues in Fortnite. Ich glaube, das wird dem Spiel auch ziemlich gut tun. Steigt die Lava schon. Jo, das Level geht echt nach oben. Guckt euch das mal rechts an. Rechts am Rand. Die Lava verteilt sich hier schon. Die ist schon an der tiefsten Stelle, glaube ich, gerade. Oh mein Gott, fühlt sich das Wasser hier schon? Nee, noch nicht. Was wird gleich passieren? Wir brauchen mehr Mats, Ladies and Gentlemen. Jetzt geht's aber langsam richtig rund hier, ne? Man hört schon. Soll übrigens auch einen neuen Cup geben. Der kommt am 24. raus. Ey, da ist es einfach schon. Und zwar könnt ihr da den neuen Midas gewinnen. Oh mein Gott, wie heftig ist das hier? Es ist keine normale Lava, sondern goldene Lava. Die Regeln zu diesem Cup sind allerdings noch nicht bekannt. Bin mal drauf gespannt, was es werden wird. Wie gesagt, Solo. Ich muss jetzt auch rüber. Da hinten ist aber noch einer. Elias, Bruder. Hau rein, Reno, Mann. Hoffentlich gewinnen wir das Ding hier. Verteilt sich alles. Guck mal bitte, wie das rechts schon aussieht. Wir müssen höher, Leute. Wir müssen auf den Berg. Hätte doch riften sollen. Hier ist noch einer. Der ist in der Lava drin. Du stirbst doch nicht direkt, wenn du in der Lava drin bist. Aber du solltest trotzdem ein bisschen aufpassen, Fatmir. Ich schieße ihn einfach runter da hinten. Einfach runterschießen. Alle runterschießen hier. Die werden so Lavaschaden kassieren. Der eine ist genockt worden. Lol. Auch tot. Ihr habt keine Chance, Mann. So, du musst auch drauf gehen. Ich bin Profi, Mann. Ich mach das seit Jahren. Wo will der denn überhaupt hin? Hä? Der nächste fällt. Auch genockt. Ich check nicht, was mit denen hier abgeht. Ich glaube, die kennen den Modus noch nicht. Auf jeden Fall wird es jetzt mal Zeit, hier wegzufliegen. Gut, dass wir die Flügel dabei haben. Sehr, sehr gut. Die ganze Karte wird gleich voller Lava sein. Wir haben schon 9 Kills am Start. Das ist ein Big Baba Bubu Video, ich sag's euch, Freunde. Die da oben bauen schon eine Giga Skybase. Also jetzt kommt's drauf an, dass ihr wirklich Experte mit Skybase seid. Ich glaube, wir landen auch nochmal ganz kurz. Es sind auch sehr, sehr wenige Leute nur noch am Leben. Ich will jetzt auch nicht zu lange fliegen. Oh mein Gott, es sieht so krank einfach aus. Holy moly, wir können ja so heftige Challenges machen die nächsten Tage einfach. Sind noch mehr Leute tot. Ist alles tot einfach. Oh mein Gott. 10 Leute nur noch. Wieso juckt jetzt die Nase auf einmal? Ich wusste doch, es ist clever, einfach am Anfang hier vorne irgendwo runter zu gehen. Das Blöde ist nur, die Berge sind gleich auch nicht mehr wirklich. Ich glaube, da sind richtig viele Leute. Können wir hier mal ein paar runterschießen? Er hat Doppel-Skybase gebaut. Du bist ja ein richtig cleverer. Du cleveres Stück, du. Ich schätze mal, dass da oben der Rest sein wird. Oh, wird Zeit, dass ihr jetzt mal runterkommt hier. Ich bin der Hausmeister. Oh Gott, ich habe gar keine Muni mehr. Hier ist noch irgendeiner gestorben. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ah, DMR ist echt eklig. Nimm die doch nicht mit. Ist keiner gestorben. Es sind noch 7 Gegner.
gibt übrigens auch neue Automaten auf der Karte, habe ich völlig vergessen zu erwähnen. Und zwar Midas-Automaten. Die haben die Drumgun auf jeden Fall dabei, hätte ich gerade schon nutzen können. Habe ich aber ehrlich gesagt vergessen. Muss sagen, die Drumgun ist eine ganz geile Waffe. Oh, da sniped, glaube ich, einer. Nee, tut er nicht. Er ist auch tot. Oh, der hatte Luftballons dabei. Ich komm zu dir, mein Freund, geflogen. Das wäre einfach so geil, wenn wir die Runde hier gewinnen könnten. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt mal The Floors Lava gewonnen habe. Er hat noch Flügel ohne Ende. Du bist ja ein völlig Verrückter, Alter. Was hast du denn vor? Ich glaube, ich lasse die Pumpgun weg. Das ist ja geisteskrank. Der hat hier alles am Start. Junge, Junge, was hast du denn vor? Ah, jetzt kommt's drauf an. Wo ist der Rest? Oh, oh, ich glaube, ich muss selber hochbauen. Ich muss selber hochbauen in die Zone. Ja. Da hinten sind noch welche links von mir. Ah, ich bin runtergefallen. Und der hat mich runtergeschossen. Okay, er ist hinter mir. Das könnte ein kleines Problem werden jetzt. Aber auch für ihn. Ich glaube, er stirbt gerade. Muss ich ein bisschen konzentrieren. Das sind so die Highlights auf jeden Fall von dem Update, was heute rausgekommen ist. Floors Lava seht ihr ja gerade selber. Da hinten sind, glaube ich, noch welche. Wir werden jetzt gleich auch mal landen und ein bisschen Schaden kriegen. Ist schade, dass ich keine Heilung dabei habe. Aber mit diesen Wings hier ist schon sehr, sehr nice auf jeden Fall. Es sind noch vier. Ja, ich muss landen. Oh, es zockt schon einigermaßen viel ab, muss man sagen. Zwei Gegner noch. Wo sind die letzten beiden? Ist da noch irgendwo einer? Ich glaube, die sind schon längst tot. Ich schwöre, die sind alle da drin, glaube ich. Man stirbt halt so easy, ne? Gott, und ich muss rüber. Aber wir haben genug Mats auf jeden Fall am Start. Ja, die sind da. Die bauen sogar. Und er schießt mich runter. Er schießt mich runter. Das ist halt das Cleverste jetzt auch, was er machen kann. Alter. Und ich muss noch zu denen. Ey, guck mal, wie ekelhaft ist das. Das sind wieder Profis. Komm, fall runter. Fall runter. Oh no. Ich hab nicht mehr so viel AP. Kann ich die Wings noch einsetzen? Ah, der wird mich runterschießen. Das ist nicht gut gerade. Das ist überhaupt nicht gut. Ich hoffe, dass die nicht so heftig im Spiel sind. 25 AP. Wenn er mich nochmal runterschießt, bin ich weg vom Fenster. Wir sind in der Zone. Ihr könnt gerne schon mal ein Like und ein Abo da lassen, falls euch das Ganze gefällt. Ich werde hier richtig reingrinden, dass ich den Sieg auf jeden Fall einmal holen werde. Falls ich es jetzt schon nicht schaffe. Problem ist halt nur, ich habe sehr wenig HP. Er ist genockt. Es ist nur noch einer. Was macht er denn da? Und jetzt hat der andere Druck. 120. Oh mein Gott. 1 versus 1 am Ende. Ich habe das Ding noch nie gewonnen. Aber ich habe einen Sniper und du nicht. Kommt jetzt gleich auf die nächste Zone an. Und ich kann noch mal fliegen. Ja, komm, geh nach oben. Oder fall einfach runter. Ja, ich muss wieder nach vorne. Ich habe wieder den Druck einfach. Let's go, wir schaffen's. Oh mein Gott, erster Sieg in The Floors Lava. Ladies and Gentlemen, falls Sie diese Reise genossen haben, gerne Creator Code Wannabe im Itemshop benutzen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und dann hören wir uns im nächsten Video wieder.